Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Cooking Simulator. Mein Name ist Dennis und ich bin heute Ihr Koch. Aber ich wollte euch ganz kurz was erklären. Es ist irgendwas Skurriles passiert. Ich war bei meinem Familientreffen und habe meine Tante und meinen Onkel getroffen. Und dann sagt meine Tante zu mir eiskalt, ich habe es auf Twitter gepostet: Dennis, wann gehst du denn wieder kochen? Und ich sage: Wie, wann gehe ich denn wieder kochen? Ich koche nie, ich bestelle immer. Mach ich wirklich. Seid ihr eher jemand, der kocht, der selber viel kocht? Oder bestellt ihr Essen? Oder geht ihr Fastfood essen? Schreibt es mal in die Comments. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich mal wieder Cooking Simulator spielen kann. Bei einem Familienessen. Ich. Und da habe ich gedacht, komm. Machen wir. Los geht's. So, ich bin wieder back in business, Leute. Und wenn ihr euch auf tolle Gerichte freut, dann lasst ihr bestimmt ein Däumchen auf dieses Video, aktiviert die Glocke und lasst gerne ein kostenloses Follow da. Okay. Was sollen wir tun? Gegrillt? Alter, was ist denn das hier? Was habe ich hier zuletzt getan? Ist das nicht fertig? Gegrilltes T-Bone Steak? Aber Schweinekoteletts? Nee. Warte mal, wir müssen mal ganz kurz hier klarkommen. Dann ist alles Müll. So. Hier. Brauchen wir nicht. So, dann haben wir hier eine rote Beete. Für den Nachbar. Tschüss. Die rote Beete ist so stark, dass man die aus dem Fenster... Treffe ich? Nein, warte. Komm, das schaffe ich. Das schaffe ich. Nein! Aber sie ist rausgeflogen. Toll. Viel Spaß. Liebe Na... Oh Gott, was ist denn hier passiert? Oh Gottes Willen, was ist hier passiert? So, wir machen mal das hier. Ja, das sieht doch lecker aus. So, das ist... Nein, das ist falsch. Ich wollte es nicht annehmen. Das hier. So. Aha, ein T-Bone Steak. Okay, das klingt doch schon mal sehr lecker. Was ist denn das? Ich will... Was ist hier zuletzt passiert? Ja, okay. Ein T-Bone Steak. Wer kennt's nicht? Warte mal, wo ist denn das T-Bone Steak? Da oben. Oh, guck dir den Lachs mal an hier. Den. So, da hinschmeißen. Da machen wir. Achso, da können wir auch auf ein Brettchen legen. So, zack. Ein bisschen Salz braucht das Ding. So, wie viel denn? Salz. 7 Gramm. Mhm. 1, 2, 3. Das Steak kommt vorbei. 4, 5, 6. Danach hat es 6, 7. So, 7 Gramm war das, ne? Pfeffer. Auch. Meine Nachbarn denken wieder, guck mal, der Bekloppte nimmt wieder irgendwas auf. So, schwarzer Pfeffer, ey. Auch 7 Gramm, hör mal, da hauen wir drauf. So, das ist doch richtig gewürzt hier, der Kollege. Und Paprikapulver brauchen wir 10 Gramm. Paprikapulver. Wo haben wir denn Paprikapulver? Paprikapulver. Paprikapulver. Was ist das denn hier? Paprikapulver. Paprikapulver, 10 Gramm. Ketze, drauf damit. So. Ah, wunderschön. Geil. Was liegt denn hier? Entschuldigung. Sie haben ein Stück Entenbrust dort liegen. Hier, für den Nachbar. So, Entenbrust. Da liegt noch mehr Entenbrust. Warum liegt hier mal Entenbrust rum? So, wir müssen das jetzt braten, Leute. Wir brauchen eine Pfanne. Da ist eine Pfanne. Geil. Komm her, Junge. Ich kippe mich da rein. Putz. So, was müssen wir damit machen? Auf eine... Okay, auf eine Seite 70 Sekunden lang grillen. Auf einen Teller geben, heiß servieren. Oh, lecker. Nimm rote Kartoffel und mit Salz... Okay, rote Kartoffel? Was ist denn eine rote Kartoffel? Warte mal, ich habe glaube ich irgendwas falsch gelesen. Stand da rohe Kartoffel oder rote? Eine rote Kartoffel? Was ist denn das? Hä? Was ist denn eine rote Kartoffel? Zwiebeln? Zitrone? Tomate? Rote Beete? Da! Lol, ich wusste gar nicht, dass es rote Kartoffeln gibt. Das waren jetzt schon 70 Sekunden? Nee. Ach, grillen! Huch. Ja gut. Ups. Ups. So. Jetzt aber. Ah. Oh, wir haben nur noch eine Minute. Okay, scheiße, wir müssen die Kartoffel da machen. Die rote Kartoffel. Wie viel? Wie viel denn? 300 Gramm, okay. Also drei Stück. Eins. Da drauf. Und wir können das Brettchen doch einfach mitnehmen. Das ist doch cleverer. Hä? Hey. Oh, shit. Huch. Eins, zwei, drei.
3. So, warte mal. Hier hinlegen. Ja, ja. Ja, bitte sehr. So, würzen mit Salz, 9 Gramm. Gut. Jetzt jede? Wird gegossen. Ich mach einfach mal jede. Ne, das kann nicht stimmen. Scheiße. Oh, so ein bisschen salzig jetzt. Huch. So, Zwiebel. Wie sieht's hier aus? Oh nein, es verbrennt! Ah, wo ist die? Runter! So. Wir brauchen Teller. Das wäre schon mal eine gute Idee. Ja, eine Seite gebraten, andere Seite in die Pfanne geschmissen. So und nie anders. Komm mal her. Zack. Oh Gott, warte mal. Jetzt. Oh nein. Es fällt runter. Hä? Es ist ein Bug. Ich krieg. Hä? Ich kann. Wo ist es? Nein. Wo. Wo. Lol, wo ist denn. Hä? Wo ist denn. Wo ist jetzt das Steak? Hä? Warum liegt hier überall Entenbrust? Ja, gut, dann hat sich so eben mit dem Essen erledigt, würde ich sagen. Das schaffen wir zeitlich gar nicht mehr. Wo ist es denn hin? Leute, wo ist das Steak hin? Ich muss meine Küche mal echt sortieren, Leute. Das ist ja unfassbar, was hier abgeht. Scheiße. So. Aber wo ist das? Ach Gott, nein. Kann man auch mehrere Sachen nehmen? Das ist aber sehr do. Hä? Das ist in den Boden gebacken. Kann das sein? Das Steak ist tot. Ja gut, ist es ja sowieso. Jetzt müssen wir erstmal hier. Ich weiß noch, wo in einer Folge meine Küche an. Oh Gott, die Folge 2 oder 3 mit der Tomatensuppe. Erinnert ihr euch? Ich finde, dieses Spiel ist so stressig, ne? Weil man hier wirklich was zu erledigen. Da! Was sind da? Ach, aber das Steak, ist das vielleicht in die. Warte mal, ist das vielleicht in die Mitte gefallen, Leute? Ist das in die Mitte? Auch nicht. Es ist einfach weg. Ja gut. Toll. Einfach super. Hier liegt überall in meiner Küche Entenbrust rum. Steak ist weg. Was ist das denn? Schon wieder eine Entenbrust. Wie viel habe ich denn davon? Das gibt's doch nicht. So. Ach, hier liegt auch noch ein zerbrochener Teller. Das ist irgendwo hingeflogen. 100 Pro. Das werden wir bestimmt irgendwann vergammelt in der Ecke finden. Huch, upsala. Das Steak ist da. Tralala. So, alles da rein. Ja, sicher. Gönnung, Alter. Du auch noch. Zack. Du auch noch. Ja, nice, Alter. Alles schön da rein. So, schön ordentlich. Oh Gott, was ist denn das? Wo kann ich das eigentlich entsorgen, hier, den ganzen Scheiß? Das ist doch scheiße. Kann man es nicht, kann man es auch in die Mülltonne tun? Ja, klar, Alter. So eine Tür einfach rein da. Zack, yo. Das Dicke in das kleine Loch stopfen. So sehe ich das. Mhm. Ach, hier haben wir auch noch was. Oh nein. Ist das schon wieder Entenbrust? Verarsch mich nicht. Ey, wie viel Entenbrust denn? Ich träume heute Nacht davon. Ach komm, den Teller schmeißen wir auch weg. So. Ich will das jetzt einmal ganz kurz geordnet haben hier. Damit wir ganz genau wissen, wo was denn was liegt. Weißt du? So, hier. Den können wir hier mal hier reintun. So, rein da. So, dann sortieren wir jetzt einfach mal ganz kurz. Und dann haben wir nämlich eine sehr aufgeräumte Küche und wissen ganz genau, Chat, sag ich schon, ich nehme das gerade auf und ich tue so, als ob ich streame. Ich bin komplett bekloppt. Dann wissen wir ganz genau, wo alles steht und können super kochen. Und das wird bestimmt funktionieren. So, das Messer packen wir hier drauf. Aha. Nee, das können wir einfach da drauflegen. Hier, oder legen wir hier hin. Guck mal. So, jetzt haben wir alle unsere Utensilien hier zusammen. Pass auf, guck mal, zack. So, stellen wir das auch noch hier hin. Ja. So, das hier, ne, sind kleine Bunsenbrenner, Flambierer, die können wir hier hinstellen. So, Essen wurde gecancelt, ja, ist auch gut so. So, guck mal, Leute. Jetzt haben wir alles richtig. Ach, das kann auch noch weg. Jetzt haben wir so eine sauber. Ach, guck mal, wie sauber unsere Küche jetzt ist. Also, ich bitte dich. Meine Tante hat auch immer zu mir gesagt: Dennis, ich find's immer toll, wie du im Gegensatz zu Gerrit eine saubere Küche hast. Muss sagen, Dankeschön. Mach ja auch gerne hier. So. Oh, hier müssen wir, glaube ich, mal den Mechaniker anrufen, der den Ofen repariert. Was ist das denn? Zauberstab? Hokus Pokus. Ja, was kann ich damit machen?
Hä, was kann man mit einem Zauberstab machen? Weiß das einer in den Kommentaren? So, bau mal ein Telefon hier. Iris! Der Ofen ist wieder kaputt. Pff. Ich kann den... Kann ich den nicht reparieren lassen? Warum kann ich den... Ah, doch, hier. Aber oben kann ich keine Tür befestigen, okay? Seltsame Sache. Naja, so ist das nun mal. So, rein damit. Okay. Aber da ist noch das Blech drin. Das könnten wir auch irgendwo mal hinstellen. Kann ich es auch da runterpacken? So, jetzt ist alles bereit, Leute. Alles ist sauber. Guck mal. Wir haben jetzt so eine... Oh Gott, was ist denn hier passiert? Voll vergammelt. Oh, das Ding ist hier... Irgendwas ist hier an. Warte mal, das hier ist an. Wir machen alles mal kurz auf Null. So, das tun wir mal... Die Pfanne tun wir auch hier hin. So, den Topf da hin. Ich bin halt, was sowas betrifft, voll der Ordnungsfreak, ne? Aber wenn wir mal... Nicht dein Ernst. Ich sag gerade noch, ich bin ein Ordnungsfreak und dann passiert das. Freak. Hallo, ich bin Deutsch. So, schön hier alles sauber machen. Ja, genau. Ja, so, wir machen aber gleich ein Essen, Leute. Oh, jetzt gibt's eine Bilanz. Aha. Stufe 6, okay. So, Stufenaufstieg. Nächsten Tag beginnen. Tag 11. In der Küche des Glücks. Wir servieren Entenbouillon als unser... Nein, nicht schon wieder Entenbouillon. Ich muss es erstmal hier sauber machen. Das sieht doch aus hier. Da kannst du doch niemanden zeigen hier. Den will doch keiner essen. Oh, wenn das Ordnungsamt kommt, Leute. Die machen uns den Laden sofort zu. So, über mal mit dem Lappen drüber. Zack, Lappen wieder hier rein. Rein mit dem Lappen. Rein mit dem Lappen. So. Oh nein, jetzt liegen hier alle Spiel... Oh, das ist aber auch... Einfach ein sehr stressiger Tag für mich hier als Koch. Koch, die Wette gilt. So, rein da. So, auch du. Auch du. So. Vorbereitungsphase überspringen. Komm, ein Gericht machen wir noch. Auf jeden Fall. Ha. Ja. Ding. Hallo. Oh nein. Schweinekoteletts. Okay. Das kriegen wir jetzt hin. Schweinekoteletts 200 Gramm. Ja. Holen wir mal zwei raus. Oh, wir singen jetzt die Musik von Let's Dance. So, Schweinekotelett. Was ist das hier? Ach, Trick. Okay. Salz. Ne? Wir haben ja alles hier vorbereitet. Aha. 4 Gramm. 1, 2, 3, 4. Ich sag euch, wir machen jetzt das perfekte Essen. So, dann brauchen wir schwarzen Pfeffer. Wie viel? Auch 4 Gramm. Dann macht der Papa doch. 1, 2, 3, 4. So, zack. Und dann brauchen wir noch Thymian getrocknet. Thymian. Da. Wie viel? 6. 6, 6, 6. Thymian. So, drauf damit. Putz. So, und dann Sonnenblumenöl in die Pfanne, oder? Das, was wir fanden. Warum ist hier schon wieder der Kühlschrank auf? Ich denke schon, was frostet denn da hinten so? So, pass auf. Stellen wir die Pfanne hier hin. Brauchen Sonnenblumenöl. Das haben wir nämlich kaputt gemacht. Und das ist der heilige Karton, wo wir alles rauskaufen können. Flüssigkeiten. So, ding. So, wie viel denn? 30 Milliliter. Oh nein! Egal. Um den einen kommt es nicht drauf an. So, rein mit dem Kollegen hier. Zack, ab auf die Pfanne. Auf den Ofen. I mean. So, das brutzelt. Das haben wir. Schneidekartoffel. 300 Gramm. Also wir brauchen 3 Kartoffeln. Ne, 2. 2. Eine Kartoffel lege ich hier. Ich muss das echt mal wieder mit Alex aufnehmen oder streamen, ne? Und Alex und ich, wir wollen bald auch Planet Zoom spielen, Leute. Da freue ich mich mega drauf. So, drauf. Zack, zack. Würzen mit Salz. Sollen wir die erst schneiden? Erst schneiden. 50 Gramm jeweils. Okay, das kriegen wir hin. 1. 2. Nein! Nein! Moment! Stopp! So, oh, das wird schon passen. So, Salz drauf. Wie viel war das? 6, ne? Aber... Es müsste doch so stimmen. So, wie sieht's denn hier aus? Oh, hier liegt noch... Da verletzt man sich ja. So, wo ist denn jetzt hier der Wender? Michael Wendler. Ach, da.
Mmh. Schweinekotelett. Das geht runter, Junge. Okay. Ja. Mach fertig jetzt. So, jetzt muss gewendet werden. Aber wie? Warte mal. Werfen. Ach so. Drehen. Oh, Leute, guck mal, wie perfekt. So. Okay, ich hole schon mal einen Teller. Ach so, warte mal, was ist denn mit den Kartoffeln? Aufs Backblech. Aha, wo, hier. Ich wollte gerade schon fragen, das wird ja gar keinen Sinn ergeben. So, so. Nee. Gott. So viele kleine Kartoffelchen. Ja, komm zu Papa. Lecker. Nein, 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 nein. Mmh, ja, fein. Putz. So, und das 80 Sekunden lang in den Ofen. Rein da. Ja. Kann ich das hier reintun? Ander Dingen. Und Klappe zu. Apfel tot. Ich hole schon mal einen Teller. Oh, das wird das perfekte Essen. Wobei, bei den Kartoffeln bin ich mir unsicher mit der... mit dem Salz. Das können wir schon mal wieder richtig hier hinstellen, ne? Alles immer wieder ordentlich machen. Das ist das Wichtigste. Dann kann man auch perfekt arbeiten. So. Aha. Warte mal. Ich kann mal kurz was gucken. Ob hier wirklich nur Dreck ist. Ne, ist... Oh, die Küche, die... Lol, jetzt habe ich rausgetappt. Die Küche, die fängt langsam an zu rosten. Okay, scheiße. Also langsam, ich meine, der Ofen, der ist noch komplett in Zustand. So. Wir müssen jetzt gleich fertig sein. Damit man den alten Kaltscheiß auch nicht abkratzen kann, ne? Ne. So, mach fertig, komm. Jetzt gib mir hier. So, da drauf. Ja. Da drauf einfach, ne, würde ich sagen. So, zack. Das dahin. Furzgeräusche, da lache ich noch drüber, ey. Ja, komm hier. So brauche ich nicht. So, wie sieht es denn jetzt hier unten aus? Haben wir schon 80 Sekunden um? No way! Nein, 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 nein! Oh Gott, nein! Oh Gott, ich habe doch alles hier aufgeräumt. Das gibt's doch nicht. Ja, die sind noch nicht fertig. Ich habe den Ofen wieder kaputt gemacht, Leute. Nee, Alter, nicht dein Ernst. Und er hat sein E-Mail-Programm wieder auf. Warum kann ich einfach mal alles nach Plan funktionieren? Ich flipp aus. So, rein da. Ja, rein. Tu's doch rein. Hä? Tu das Essen rein. Und nochmal. Ist ja kein Thema. Ich glaube, das Spiel will uns gerade trollen. Nein! Ey, ich träume auch noch von dieser Kartoffel. Ich schwör's dir. Wer bis zum Ende diese Folge geguckt hat, der wird belohnt. So! Wo ist denn der Teller? Aha! Ich weiß schon, warum von diesem Spiel nicht so viele Folgen mache. Nein. Heiß! Oh! 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 Was war da? So. Ich würde sagen, fertig. Hm. Das wird schmecken. So. Wir sind sogar gut in der Zeit. Ja. Kann ich mitleben. Service. Ein Gericht von 60 Minuten. Ein Gericht 60 Minuten vor Ende der regulären Zeitspanne. Okay. Ach du Scheiße, Leute. Guckt euch das mal an, hier, was hier wieder passiert ist. Ja. Ich gehe jetzt erstmal in eine Therapie. Oh nein, da wurde schon wieder was bestellt. Ich gehe jetzt erstmal in eine Therapie. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Episode von Cooking Simulator. Lasst ein Däumchen da. Aktiviert die Glocke, wenn euch das gefallen hat. Und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge. Und checkt gerne die Playlist ab. Da sind schon einige Folgen am Start. Ich würde mich freuen, wenn ihr wirklich dabei euch immer die Personen reinzieht. Ich sage nur Tomatensuppe, Leute. Das ist der absolute
Albtraum. Oh Gott. Was ist hier passiert? Das weiß kein Mensch. La 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 la.